Guten Nachmittag. Ich kann es nicht lassen. Die Mathematik lässt mich nicht los. Und bei der Maskenaffäre, bei dem Prozess in München sind mir doch gleich ein paar Fragen gekommen. Und da ja alles irgendwie verhältnismäßig sein muss, kann man das auch mit Verhältnisgleichungen erklären. Dass das ganz einfach ist, möchte ich jetzt zeigen. Doppelsinnigkeiten unterstelle mir bitte keiner. Später kann kommentiert werden. Also, mein Ziel ist ja Mathe ganz einfach immer anzuwenden. Und mir kam doch bei diesem ganzen Kram folgender Gedanke: Bei einem sogenannten Einkommen, wenn man überhaupt davon reden kann, von 48 Millionen, das ist Provision, wohlgemerkt, Provision, von 48 Millionen Euro, eine Steuerpflicht von 23,5 Millionen Euro dagegen gesetzt. Was ist denn das für ein Steuersatz? Weil wir wissen ja alle, der Steuersatz, Spitzensteuersatz beträgt 42% in der Bundesrepublik und der greift dann schon relativ hoch. Aber bei 48 Millionen Einkommen, wie gesagt, in Anführungsstrichen, 23,5, irgendwas stimmt nicht. Das entspräche ja rund 50%, ne? Also Steuer. Wenn man sagt, das mal zwei, dann liege ich bei 47 Millionen, also die Hälfte davon Steuer. Das wären ja knapp 50% Steuer. Naja. Wie komme ich drauf? Gut, ich habe nochmal nachgeguckt. Maskenprozess München, da trollert einem ja allerlei entgegen und wie ehrlich doch diese Menschen hier sind. Lassen wir mal diesen Kram dazu. Und eine Nachricht hat mich dann endlich gefreut, obwohl es ja schon lange passiert ist, nämlich auf Wahlkampfveranstaltungen dann solche Schweinereien passiert, dass ein Politiker angegriffen wird, sodass er zu Boden geht. Da bin ich ganz froh, dass der MDR dann wenigstens endlich mal darüber berichtet hat. Das war ja gestern alles so lächerlich, ne? Das wollte ja keinen interessiert haben, angeblich und so weiter und so fort. Naja, gut, aber wir wollten jetzt zurück zum Maskenprozess. Und dann fiel mir das am 4.10. auf von der Tagesschau, von der guten Tagesschau. Für die Vermittlung von Maskengeschäften soll sie, also die Politikertochter, 48 Millionen Euro Provision verdient. Das ist nicht verdient, das ist schon falsch, aber naja, Tagesschau. Und 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Wie gesagt, da kamen mir dann solche Sachen in den Sinn, dass ich mir dachte, das ist denn das ein Steuersatz? Ein bisschen besser wurde ich dann aufgeklärt auf einer anderen Seite, das war vom Bayerischen Rundfunk. Gereizt da noch einmal. Und wie aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft München abends vom 30. Mai hervorgeht, geht es dabei um Einkommensschenkungs- und Gewerbesteuer. Irgendwo habe ich noch gelesen, es sollte auch noch um Umsatzsteuer gehen. Wie auch immer, vollkommen egal. Aber ganz kurz zur Mathe und das ist an sich ganz einfach. Was war gegeben? Diese beiden Fakten, 48 und die 23,5 Millionen. Und dann sage ich mir, ja, was ist denn gesucht? Worum geht es denn? Eigentlich um den Prozentsatz oder Steuersatz? Oder Zinssatz könnte man auch sagen. Die allgemeine Formel lautet ja Kapital mal P durch 100 ist gleich Prozent wert. Was ist denn wert? Ne, so kann man sich das auch merken. Also das Kapital mit einem bestimmten Prozentsatz multipliziert durch 100 geteilt, ergibt einen Wert. Das ist dann irgendwas wert. Da ich ja die Größen schon weiß, habe ich die mal eingesetzt. Kapital, Verdienst in Anführungsstrichen, sind 48 Millionen. Der Prozentwert 23,5 Millionen beträgt, heißt, dass er auch auf die rechte Seite gehört und dann bleibt noch P und Hundertstel übrig. Ich muss umstellen, also durch, weil hier steht mal 48 Millionen, durch 48 Millionen Euro, weil hier steht durch 100 mal 100 und komme dann auf diese Formel, kann die in den Taschenrechner eintippen und komme auf 48,95%. Na gut, knapp daneben an meiner Schätzung, die waren ja 50%. Ne? Einfach ist es mit Verhältnisgleichungen, ich schreibe auf. Das, was mich interessiert, im Verhältnis zu 23,5 Millionen, sind genauso wie 100 Millionen zu 48 Millionen Euro. Ich stelle um, komme auf die gleiche Formel, ne? Im Prinzip die gleiche Formel, schwupp, ein wenig schneller, komme aber natürlich aufs gleiche Ergebnis. Jetzt hatte mich das, ne, der Spitzensteuersatz 42% passt dazu nicht, hatte mich das etwas aufmerksam gemacht und dann habe ich mir gesagt, naja, stimmt, guckst du weiter und dann habe ich diese Seite gefunden, es geht also um noch mehr. Dass das politisch eine Riesensauerei ist und dass da wohl wahrscheinlich kaum eine Strafe rauskommen wird, schließlich war sie auch eine Politikertochter und sie wollte ja auch keinen betrügen und dass der ganze Mist mit den mit den Masken und sowieso, sowieso eine Farce war, eine Riesensauerei auch, ist eine ganz andere Geschichte.
Aber wir sehen, wir können auch alles mit Mathe und Physik und Chemie erklären. Und das werde ich in Zukunft tun. Wir wollen ja immer schön fachlich bleiben. Es soll ja bei diesem Kanal um Anwendung der Mathematik und Physik oder der Naturwissenschaften auch gehen. Und so werde ich ab jetzt weitermachen. Die ganzen problembehafteten Videos, die werde ich alle verschieben. Bin schon dabei, ist sehr mühselig, aber die hatte sowieso zum Schluss kaum noch jemand geguckt. Nehmen wir sie einfach als, ja, geschichtsbewusste Bürger irgendwie. Na, was auch immer. Ist nicht so wichtig. Die Links müssten jetzt erschienen sein. Ich wünsche Ihnen oder euch, liebe Schüler, alles Gute, verbleibe mit freundlichen Grüßen und ja, bis zum nächsten Video. Mal sehen, was es noch alles so per Gleichungen und per Mathe oder Naturwissenschaften zu entdecken gibt. Na dann, alle guten Wünsche. Bis später. Tschüss, tschüss.